Bis wir in St. Catherine ankamen, war es dunkel. Als wir nach einer sehr kurzen Nacht am Dienstag, den 5. Februar, zum Mosesberg aufbrachen, auch. Früh morgens, um kurz nach 5 Uhr, ist es geschafft. Wir stehen auf dem 2285 Meter hohen Dschebel Musa, dem Mosesberg im Süden der Halbinsel Sinai. Der Himmel ist noch völlig dunkel, die Nachtluft ist klar und die Mondsichel liegt am sternenübersäten Firmament schräg über uns. Überall liegen, hocken und stehen Menschen, um gemeinsam hoch über der Wüste auf den Sonnenaufgang zu warten. Beduinen bieten Decken an, denn nur 5 Grad zeigt das Thermometer. Die Wüstennächte sind kalt, erst recht hier oben. Und es dauert noch über eine Stunde, bis die Sonne aufgehen wird. Gegen 6 Uhr wird es im Osten heller. Doch der Berggipfel mit den gespannt wartenden Menschen liegt noch immer im Dunkel. Und noch immer ist es knackig kalt. An geschützten Stellen liegen Schneereste. Am dritten Tag aber, als es Morgen wurde, entstand ein Donnern und Blitzen. Schweres Gewölk lag auf dem Berge und gewaltiger Posaunenschall ertönte. Der Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgefahren war. Und er rief Moses auf den Gipfel. Der stieg hinauf und der Herr redete zu ihm. So erzählt das Alte Testament. Und was folgte, lieferte die Grundlagen des christlichen Glaubens und weite Teile der Weltordnung. Moses erhielt, so die Bibel, die 10 Gebote. Seitdem gehört der Berg Sinai, der Berg Mose, Dschebel Musa, zu den heiligsten Stätten der christlichen Glaubenswelt. Der neue Tag hat begonnen und die letzten Zweifel, ob sich der Aufwand einer durchwachten Nacht lohnen würde, sind verflogen. Langsam überfluten die wärmenden Sonnenstrahlen die kargen Berge der atemberaubenden Felsenlandschaft und wir machen uns auf zum Abstieg. Etwa eine Viertelstunde später erreichen wir eine Weggabelung. Hier müssen wir uns entscheiden, ob wir den vielbegangenen Weg, an dem wieder die Kameltreiber mit ihren Tieren auf die Touristen warten, einschlagen wollen, oder aber jenen schmalen Pfad, der sich mit über 3500 Stufen steil durch den Fels hinunter zum Katharinenkloster schlängelt. Wir entscheiden uns ohne zu zögern für den Pfad, denn ein Blick zurück nach oben zeigt uns, dass nun der große Exodus vom Berg begonnen hat.
der sogenannte Garten des Elia. Hier, am Tor des Glaubens, mussten frühere Pilger um Vergebung ihrer Sünden bitten, bevor sie von den Mönchen auf den heiligen Boden des Gipfels hinaufgelassen wurden. Nach etwa 2 Stunden erreichen wir das Katharinenkloster. Bald danach gibt es das verdiente Frühstück in St. Catherine's Village. Vor dem Katharinenkloster besichtigen wir eine Felsformation, die an das goldene Kalb erinnert, dem das Volk im Tal huldigte, während Moses auf dem Berg die 10 Gebote empfing. Und danach sieht man oben eine Treppe, sammeln wir uns nach Geld und gehen wir im Museum zusammen. Okay? So sieht die Runde aus. Der Mosesbrunnen im Katharinenkloster. Hier, am brennenden Dornbusch, offenbarte Gott dem Moses seinen Namen. Jahwe, ich bin, der ich bin da. Ich bin für euch da und wirke zu eurem Heil.